Schneefall ohne Ende, warum es mir gestern Abend nicht gut ging und ein kleines Nebenprojekt, darum geht's heute. Aber erstmal Schnee schippen. Guten Morgen, YouTube. Ja, Wetter ist richtig kacke draußen. Es schneit und schneit und schneit und schneit. Ich war heute schon zweimal draußen beim Schneeschippen und mache mir jetzt dann gleich das dritte Mal auf den Weg und es ist gerade mal 10 Uhr Vormittag. So habe ich mir meinen Samstag nicht vorgestellt. Nee, ich bin auch schon echt richtig kirre und durch, weil worüber ich seit Silvester mit euch noch nicht gesprochen habe, ist das Projekt, das ich beginnend mit dem 1.1. angefangen habe. Und zwar Fasten. Normalerweise faste ich immer nur in der Fastenzeit. Dieses Jahr faste ich aber auch zu Beginn schon mal, einfach weil ich mit veganen Burgern und Pommes und Konsorten es geschafft habe, trotz veganer Ernährung die letzten Monate ein bisschen zuzunehmen und ja, möchte mich wieder ein bisschen mehr am Riemen reißen und dazu gehört zum einen eben auch, dass ich jetzt erstmal so ein bisschen einen härteren Schnitt mache wieder, dafür finde ich das Fasten immer recht gut. Und das zweite Experiment, das ich machen wollte, ich wollte mal daily ein Video schneiden und ihr habt natürlich gemerkt, das passiert nicht hier im Alltagsvlog. Ich will auch nicht Leute, die mich hier abonniert haben, mit meinen daily Fasten-Updates nerven. Deswegen gibt es einen separaten Kanal, Alltagsfasten, und dort habe ich so meine tägliche Zusammenfassung, wie denn so der Status ist, und da erzähle ich auch mehr. Da wiederum passiert nichts so von meinem Alltag. Also, nicht sonderlich viel. Geht eigentlich nur ums Bloggen. Wer da vorbeigucken will und mich ein bisschen motivieren möchte, wir sind ja jetzt schon bei Tag 5 angekommen und das ist auch der Grund, warum ich es jetzt hier an der Stelle ganz kurz erzähle. Das Problem ist nämlich, ich fühle mich zwar an Tag 5 ohne irgendwelche Nährstoffe, also das ist jetzt Tag 5, wo ich nur mit Wasser lebe. Also ich habe einen 3-Phasen-Plan. Phase 1 ist Wasserfasten, dann gehe ich irgendwann über in Phase 2, Saftfasten, und Phase 3 ist dann roh vegane Ernährung. Weiß noch gar nicht, wie lange die einzelnen Phasen dauern. Ich mache mir da keine festen Ziele, wo ich sage, ich möchte jetzt so und so viele Tage schaffen, sondern ich mache das immer so, mein Körper sagt mir schon, wann ich mit der einen oder anderen Phase aufhören sollte. Und da höre ich immer ganz gerne auf dem Körper und mache mir weniger Gedanken darum, wie groß die Anzahl Kilos sind, die purzeln. Und mache mir auch weniger Gedanken, was andere sagen, wie lange ich es geschafft habe oder nicht. Da ist mir wichtiger, dass ich mich dabei einfach wohlfühle. Tja, also wie gesagt, wer mich da den einen oder anderen Tag mal anfeuern möchte, der kann ja auf dem anderen Kanal vorbeigucken. Aber warum erzähle ich das jetzt? Ja, das Problem ist, ich fühle mich zwar im Alltag super wohl, ist auch alles okay, ich habe keinen Hunger und kein gar nichts. Könnte man so gefühlt gemütlich vor sich hinleben das ganze Jahr auf diese Art und Weise. Aber das Schneeschippen zerrt unheimlich an meinen Kräften. Also so Sachen wie heute Morgen Spülmaschine ausräumen, da merke ich halt schon, mal eben bücken, einen Teller rausholen und oben in den Schrank reinräumen, muss man schon bewusst sehr langsam tun, damit es einem nicht schwarz vor den Augen wird. Und draußen das Schneeschippen, da fühle ich mich halt echt jetzt nach zweimal Schneeschippen draußen, als hätte ich heute schon einen 10-Kilometer-Lauf gemacht. Hallo Till. Ja, es ist halt diese reine Fettverbrennung, diese Ketose, ist einfach nicht so ergiebig, wie wenn man sich schnell so irgendwas anderes reinpfeift. Ja, ich mache mich mal auf den Weg und fange mit Schippen an.